Die Große Koalition hat knapp zwei Jahre nach Amtsantritt eine Halbzeitbilanz gezogen. Bundeskanzlerin Merkel und ihr Vize Scholz von der SPD bewerten das bislang Erreichte grundsätzlich positiv. Zwei Drittel aller Vorhaben im Koalitionsvertrag habe man erledigt oder auf den Weg gebracht, so die Kanzlerin. Bei Streitfragen wie der Grundrente aber steht eine Lösung noch aus. Die Opposition sieht die Koalitionsarbeit kritisch. Es wird geherzt über Parteigrenzen hinweg heute im Kabinett. Und wenn die anderen dich nicht loben, mach es halt selbst. Die GroKo stellt sich ein Zeugnis aus, verteilt gute Noten, auch wenn es offene Streitpunkte gibt. Schließlich sei zur Halbzeit eine ganze Menge abgearbeitet vom Regierungsprogramm, teilt die Kanzlerin dann nüchtern und geradezu beiläufig mit. Von 300 großen Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir zwei Drittel auf den Weg gebracht oder schon vollendet. Das zeigt, dass wir arbeitsfähig und arbeitswillig sind. Es war die SPD, die diese Zwischenbilanz im Koalitionsvertrag festzuchte, auch als einen möglichen Notausstieg aus der ungeliebten Vernunftsehe. Aber auch aus den dürren Worten des Vizekanzlers lässt sich herauslesen, dass die Koalitionäre weitermachen wollen. Wenn wir heute also sagen können, dass etwa im Bereich der sozialen Sicherheit, im Bereich der Familienpolitik, im Bereich der Politik, die das Wohnen und das Mieten betrifft, große Fortschritte erreicht sind, dann ist das auch das Ergebnis dieser Verabredung, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Die gesamte Opposition will im Bundestag erwartungsgemäß nicht in den Lobgesang einstimmen, sieht die GroKo am Ende. Die Union und die SPD, die haben eigentlich fertig. Beide Parteien werden nicht mehr durch gemeinsame Projekte zusammengehalten, sondern aus Machtinteressen ist man verbunden. Man hat den Eindruck, dass es sich um zwei Parteien handelt, die führungslos durch die Landschaft stolpern und nicht in der Lage sind, die großen Probleme anzupacken, wie zum Beispiel die Klimakrise wirklich in den Griff zu kriegen oder auch nur vernünftige Kompromisse zu schließen, wie das Beispiel Grundrente zeigt. Immer noch ringt die Koalition um die Ausgestaltung der Grundrente. Die Stimmung in beiden Parteien gereizt, es knirscht vernehmbar. Bei den Genossen wird sie zur Schicksalsfrage für den Fortbestand der GroKo hochstilisiert. In der Union drängt der Wirtschaftsflügel auf Abgrenzung und Unnachgiebigkeit gegenüber der SPD. Am Abend bemühen sich die Fraktionsspitzen um Deeskalation. Wir sind mit dem Thema Grundrente auch gemeinsam angetreten, den Menschen, die 35 Jahre lang in die Rentenkassen eingezahlt haben, aus der Grundsicherung herauszuholen. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass es gelingen kann auf der Strecke. Egal, ob stürmt oder schneit und ob es raucht oder kracht, hier im Maschinenraum, in den Fraktionen wird weitergearbeitet. Eine Zwischenbilanz war das heute, ohne jedes Tamtam, garniert mit dem Versprechen, in Zukunft noch mehr zu leisten. Am Ende aber werden die SPD-Genossen auf ihrem Parteitag im Dezember entscheiden, ob ihnen diese Vorstellung reicht oder nicht.